musikmachen.de für euch auf der Frankfurter Musikmesse 2014. Wir sind hier gerade im Hause DW, ein großer Name am Drummer-Himmel sozusagen. Und bei diesem guten Stück geht es um die Hardware, ne Ruben? Jawohl. Was ich euch vorstellen möchte, ist der neue 9399 Snare Tom-Ständer. Wir haben uns hier mit dem Problem befasst, das einfach aufkommt, seitdem die Drummer anfangen, ihre Toms auf Snare-Ständer zu tun. Die Snares werden immer abgewürgt vom Ton, dadurch, dass der Snare-Basket, der klemmt die einfach sehr hart und dann choken die. Dafür haben wir einen neuen Korb entwickelt und den möchte ich euch kurz zeigen. Also erstmal haben wir hier an der Seite Neoprenkissen eingelassen, die fassen die Trommel ein und helfen so, den Ton nicht abzuwürgen. Aber das hätte mit dem normalen Snare-Korb gar nicht funktioniert. Deswegen haben wir hier eine neue Kinematik entwickelt mit neuen Streben. Das heißt, der schließt nicht so, sondern er schließt so. Der klemmt so. Und damit passen da auch Trommeln rein von 16 Zoll bis 10 Zoll in einen und denselben Snare-Korb. Also der schließt so und bei 10 Zoll klappt er dann zusammen. Genau. Das Ganze kommt auf einem ultrastabilen Stativ unten. Unsere Mega Tripod ist in der 9000er Serie. Alles stufenlos verstellbar hier oben. Genau, das ist der Ständer. Ist einfach für die Ewigkeit gebaut und hält und lässt die Tom schön schwingen. Sieht auch sehr robust aus und gibt es direkt nach der Messe oder wann? Ja, ist verfügbar. Genau, wird bei der GEWA dann über den Handel sein. Genau. Perfekt, ihr habt's gehört. Vielen Dank.